mal zum ersten Spot, beziehungsweise zweiten Spot. Den ersten Spot haben wir heute schon angeguckt, das war der Bunker 104. Gut, ich muss jetzt hier nur ein bisschen aufpassen. Ich muss jetzt hier einmal über die Bahngleise drüber. Weil wir müssen einmal darüber in den Wald. Und ich glaube, die Richtung ungefähr 200 Meter. Und hier seht ihr das. Und weil die Heizung ist aus, weil der Schornstein oben nicht läuft. Grundstück Silber. Scheint auch ziemlich verwahrlost zu sein. Beleuchtung innen drin, da sehe ich keine. Steht noch ein Bauwagen, ach, ein Wohnwagen. Ja, gucken wir mal, ob wir da reingehen. Ne? Auf jeden Fall sieht das schon verdammt interessant aus. Sehen, das ist eine alte, altdeutsche Schrift hier. Das kann ich nicht mehr entziffern, ist leider durch den Rost zu doll gefallen. Ja, ich befinde mich jetzt auch auf dem Weg zum dritten Bunker heute. Ich muss jetzt nur einmal kurz gucken, wo genau der liegt. Den Bunker, in dem wir eben gerade drinnen waren, hat die Kennung B1056.
1956. Mist, direkt überhalb wäre der ST22 gewesen. Jetzt überlege ich nur, ob wir... Ne, wir gehen jetzt erstmal zum großen Bunker. Ich will zum großen Bunker gehen. Und von da aus gucke ich, ob ich dann nochmal zurückgehe zum 22.2. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir dort ankommen. Sehr schön. Das ist ein MG42 Schadenstand. Also ein Bunker mit Schadenluke. Sehr interessant. Das ist cool. Der ist echt super in Schuss. Kein Rost. Der sieht echt gut aus. Wahnsinn. Nice. Also ein bisschen mehr Bewegung. Hier ist so ein kleiner Trampelpfad. Ich weiß noch nicht, ob man das sieht. Ja, nicht schlecht. Aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich hier auf so einen geilen Bunker treffe noch. Schade, dass der nicht auf ist. Und Wahnsinn. Schickes Ding, wirklich sehr gepflegt. Wo ist der nächste Bunker? Ich muss da hoch. Wir müssen zurück. Wir müssen hier hoch. Genau, wir gehen jetzt so auf den Padweg da oben. So, da unten befindet sich der Schaden-MG-Stand. Eben gerade. Jetzt müssen wir da hoch. Ungefähr 2 Kilometer Fußmarsch. Berghoch. Das ist ein ganz schöner Anstieg da hinten. Aber egal. Das nächste Mal werde ich nur noch mit einem T-Shirt laufen. Bei dem Parker, den ich anhabe, der ist so unheimlich warm. Mit dem kann man bei minus 20 Grad und nur ein T-Shirt rundherum laufen. Dann könnte es vielleicht kalt werden. Aber ansonsten bei um die 0 Grad T-Shirt runter ist das Ding viel zu warm. Die nächste Linkskurve, 200 Meter vielleicht, 300 Meter haben wir jetzt noch. Müsste der Bunker linke Seite liegen und so wie es aussieht eigentlich am Hang, wenn man hier mal runter guckt. Das ist alles Hanglage hier. Sie bestimmt wieder schön in den Hang reingebrezelt, das Ding. Da unten ist er. Wenn man jetzt da rüber geht, hier ist noch mehr.
muss hier runter. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da unten. Direkt jetzt, wo mein Zeigefinger ist. Ist auch noch ein Eingang. Ja, Leute. Ich würde mal gucken, ob ich hier noch runterkomme oder ob ich weiter zurückgehe. Ich gucke jetzt nur noch mal schnell, wie es aussieht auf meiner Karte. So, da waren wir. Dann haben wir den gesehen. Jetzt sind wir zu dem gelaufen. Da weiß ich nicht, ob ich jetzt hier den Hang runtergehe. Fakt ist, ich muss auf überhalb von mir auf den Parallelweg, weil da auch noch einer ist. Und dann haben wir noch den SC22-2. Ja, da müssen wir mal gucken, wie ich das mache. Da oben muss irgendwo ein Parallelweg lang gehen. Hier ist doch ein Wildpfad. Gucken wir mal. Wenn ich einen Satz mache, spieße ich mich auf. Wahrscheinlich. Ich werde jetzt aber erstmal die Kamera ausmachen. Und wir sehen uns unten. Ich bin jetzt von da oben. Hier rüber. Da oben so ein Wildpfad runter und dann hier entlang. Ich bin jetzt unten angekommen. Ja, gucken wir mal. Hey, geil. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Richtig warme Luft kommt hier raus. Und die ganzen Stützen da drinnen sind schon so verrottet, also ich glaube, die würden noch nicht mal mehr einen Hering halten. Also das Ding haben sie schon mal akkurat zugemacht hier. Leider. Aber eigentlich auch zu Recht, weil es verdammt gefährlich ist, da reinzugehen. Wegen dem CO2. Da reicht eigentlich ein Atemzug aus. Dann wirst du ohnmächtig, kippst um und dann hat sich das Thema erledigt. Ja, ich finde das immer wieder spannend. Die Geschichte des Krieges nochmal hautnah zu spüren. Zumindest ein Hauch davon. Ja, so ein Hauch davon zu spüren. Ne? Was nicht heißen soll, dass ich das gefeiert habe und das gut fand, was damals passierte, definitiv nicht. Das ist der zweite Eingang, den wir von oben als allererstes gesehen haben. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Das ist der Hermann-Göring-Stollen. Seht ihr das? Da haben die Steine genommen und haben in den Beton Steine gesetzt, um den Namen Hermann Göring-Stollen zu initialisieren. Jetzt bin ich aber gespannt. Hier haben sie erstmal ein paar Kubik Erde reingeschüttet.
sehr interessant auf jeden Fall. Schade, dass man in die nicht mehr rein kann und dass sie in so einem desolaten Zustand sind. Aber auf der anderen Seite wäre ich heute sowieso nicht reingegangen ohne CO2-Messer. Ja, ist es aber trotzdem beachtlich, was noch so in den deutschen Wäldern, gerade hier so nähe der französischen Grenze, Westwall und so weiter, noch für Anlagen stehen. Vor allen Dingen die Anlage, wo wir jetzt gerade sind, finde ich sehr, sehr interessant eigentlich, weil du 1, 2, 3 Eingänge hast. Jetzt weiß ich nicht, ob die irgendwie miteinander verbunden sind oder ob das wirklich drei verschiedene Anlagen sind, die nicht verbunden miteinander sind. Und wie es halt da drinnen halt aussieht. Ne? Das ist für mich auch auf jeden Fall sehr wissenswert und was ich auf jeden Fall auch mal recherchieren werde. Und mal schauen, auf was ich da so alles stoße. Ja, ich muss jetzt noch mal kurz schauen, weil wir eigentlich noch zwei Anlagen hier haben. Könnte ich gucken, ob ich da hochkomme, dass wir uns den BBH nochmal angucken und dann zurückgehen zum 22.2. Ja, ich werde nochmal einen Gang machen, ich werde mal gucken, ich werde jetzt gucken, ob ich da hinten hochkomme, dass ich auf den Querweg komme. Und deswegen, es wird dunkel, ich will keine Zeit verlieren, deswegen packe ich jetzt meine Kamera kurz stoß- und fallsicher ein. Und dann werde ich mich den Hang erstmal zum Waldweg aufmachen, um dann den Stahlhang hochzukommen, um dann auf die andere Querstraße zu kommen, um dann zum anderen Bugger zu kommen. Ne? Dauert alles ein bisschen, deswegen nicht lang schnacken und ab geht's. So, ich habe mich jetzt den Hang hochgekämpft. Da, wo meine Fingerspitze jetzt ist, ist der Querweg gewesen. Dann bin ich bis da gegangen. Da habe ich die Bunkeranlage gesehen, bin dann da hinten runter, habe mir die natürlich gerade angeguckt. Dann bin ich da wieder hoch, diesen Wildpfad hoch. Und dann bin ich den kompletten Hang da unten in der Kehle hoch, weil das hier sonst zu steil wird, bis da oben hin. Ja, der nächste Bunker befindet sich in der Linkskurve auf der linken Seite. Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, nicht so viel quatschen, weil irgendwo muss gleich hier noch ein Bunker kommen. Und offiziell sind die nicht großartig zu finden und ausgeschildert. Ich muss mal ein bisschen im Internet gucken. Recherchieren. Ich habe natürlich jetzt auch keine Powerbank mit für meine Kamera. Deswegen müssen wir uns auch ein bisschen beeilen, weil ich weiß nicht, was. Oh, das wird der nächste Bunker sein. Da geht's hoch und da sehe ich schon Geländer und Brüstung. Das weiß ich nicht. Ich gehe erstmal hoch. Komm, schauen wir mal, was hier oben ist. Ein bisschen hochjumpen hier. Genau. Zack, zack, zack. Uiuiui, geil. Oh. Leute, da ist gar kein Schloss vor. Das glaube ich nicht. Nice. Ja, nochmal schnell ein Foto machen. Zur Hälfte nur auf der Stufe. Oh Gott. Aufpassen, dass ich keinen Satz drehe. Aber ich glaube,
Ey, wenn die jetzt noch aufgeht, ne? Leck mich am Arsch. Das sind fette Spinnen. Ja, dann haben wir wirklich nur. Okay. Dann war das jetzt der vorletzte für heute. Wird schon gut dunkel. Nur mal kurz gucken. Gut. Würde ich sagen. Ich gucke auch mal, ist das herrlich. Ich liebe das, ne? So richtig düster. Einen Bunker haben wir jetzt noch. Von der Helligkeit geht es noch. Natürlich sehr düster jetzt durch die dichte Wolkenschicht. Mit dem Niesel und dem Graupel natürlich. Auf jeden Fall finde ich, war das schon ein sehr, sehr netter Tag. Na. Gehen wir hier weiter. Scheiße. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Meine Zaubermap. Hey. Jetzt doch gerade rum. Hier muss irgendwo ein Bunker sein. Jetzt muss ich noch mal gucken. Wir sind jetzt. Kommt die. Also ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, der ist genau hier schon. Seht ihr das da? Da hinten, da drunter? Da muss ich hin. Ich will nichts sagen, aber der wird auch zugeschüttet sein. Wenn man sich das mal alles anguckt. Also wo ich jetzt hier langlaufen müsste. Normal und lang. Beziehungsweise hast du ja auch gar keinen richtigen Zuweg hier. Hier ist ja nichts. Das ist einfach mitten in dem Hang drin. Nichts. Wie sind wir denn früher hier rein? Ja, Leute, guckt euch das an. Den haben sie komplett dicht gemacht. Kommst du nicht mal mehr mit der Kamera rein. Schade. Oberst
Mack, M-O-C-K, Mock, Mack, Oberst Mack Stollen. Ja, aber auch, wenn man es so nimmt, echt brachial, ne, was die alles so gebaut haben, nur meine Fresse. Wenig sagen, das sind bestimmt 5, 6 Meter. Und da unten bis zu der rechten Kante haben sie gute 6 Meter einfach hier reingetrimmert. Na gut, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Auto und würde sagen, ich melde mich sobald ich im Auto angekommen bin. Ah, nee, ich melde mich gleich nochmal. Ich melde mich gar nicht erst ab. Kann man da ja mal reingucken. Bitte, 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 lass mich reingucken. Jawohl. Ich drehe ab. Oh, Leute. Ich muss hier nochmal herfahren. Hier will ich nichts sagen. Ne? Aber ich muss ja mal rein. Aber ich denke, man sollte sich nicht zu lange hier drin aufhalten. Wenn ihr mal seht, bis wohin die mal abgestützt waren, wie viel da jetzt fehlt, weil das alles runtergebröckelt ist. Was hier an Schutt liegt, ist das definitiv. Logischer Menschenverstand, wenn man sich jetzt ganz schnell hier wieder rausbewegt. Weil das ist schon scheiße, was ich hier gerade mache. Geil, 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 geil. Wahnsinn. Also nach rechts war zu. Ich glaube, das war auch Ende. Ursprünglich auch schon. Kein weiterer Bedarf gewesen damals. Aber links, links ging es definitiv weiter. Nur ich bin ganz ehrlich, das ist ein bisschen too much. Ich bin komplett alleine. Das hätte mich jetzt auch eben gerade schon eigentlich wahrscheinlich das Leben hätte kosten können. Ja, gut Leute, ich muss mir jetzt erstmal hier so einen Weg bahnen. Ich melde mich erstmal, wenn ich am Auto bin. Ich muss auf jeden Fall da ganz runter. Und hier vorne hinter dem Baum geht es bestimmt 4 Meter steil runter. Da muss ich erstmal gucken, dass ich da runterkomme. Jetzt sind wir wieder angekommen am Ausgangspunkt der Reise. Es ist schon gut dunkel. Jetzt warte ich, bis der durch ist. Und los und ab.